Hallo und guten Morgen. Ich bin ja jetzt hier live bei euch mit meiner Stoffwechselsprechstunde. Ich freue mich sehr. Ich bin ein ganz kleines bisschen verzögert, 3 Minuten zu spät sozusagen, weil die Technik hier mal wieder meinem Mann und mir einen kleinen Streich gespielt hat und wir die Fritzbox nochmal neu starten mussten. Aber jetzt sieht es ja ganz gut aus und ich glaube, soweit ist der Empfang auch gut? Zumindest ist das Bild sehr, sehr gut. Ich habe eine gute Geschwindigkeit. Ich hoffe, dass das auch ja vom Video gut zu hören, zu sehen ist, damit ihr davon möglichst profitieren könnt, auch von der Sprechstunde hier. Ja, ich freue mich sehr. Das Feedback für meine Stoffwechselsprechstunde ist sehr, sehr gut. Da scheine ich wirklich eine gute Idee gehabt zu haben. Und ich habe auch echt viel Post bekommen mit interessanten Fragen und ich arbeite das wirklich auch Stück für Stück ab. Also da könnt ihr euch sicher sein, dass ich tatsächlich mich da auch wirklich um jeden kümmere, der sich an mich gewendet hat oder gewandt hat, besser gesagt, dass ich wirklich eure Fragen auch beantworte. Nur ihr müsst ein bisschen Geduld haben, weil ich ja immer eine Fragestellung pro Sprechstunde aufgreife und weil ich einfach möchte, dass ich da auch ein bisschen tiefer und näher drauf eingehen kann und das nicht einfach nur so oberflächlich ist. Und deswegen bitte ein bisschen Geduld. Ich kündige das ja immer an bei derjenigen oder demjenigen, der quasi dann in der Woche dran ist. Dann melde ich mich immer ein paar Tage vorher per Mail und gebe nochmal Bescheid, wann du dann wirklich dran bist und wann ich mich speziell um deine Fragen dann kümmern werde. So, heute habe ich die Fragen mitgebracht von der Melanie. Die Melanie ist 48 und hat mir in ihrer Bewerbung hier für die Stoffwechselsprechstunde verraten, dass sie mit Bluthochdruck zu tun hat. Und das ist ja immer so, also normaler Blutdruck von einem gesunden Menschen sollte, ne, sag ich mal, so. Ja, bei 80 zu, also 120 zu 80 liegen. Sowas so sagt man so im Mittel. Sag ich mal, je älter wir werden, darf das auch mal von den Werten ein bisschen nach oben gehen. Aber ganz ehrlich, es sollte nicht irgendwie höher gehen. Ja, also wenn ihr so, sag ich mal, ab 140, 150 spricht man da schon dann von einem Bluthochdruck. Und es ist eben so, ein Bluthochdruck birgt einfach eine Gefahr auf längere Sicht. Also das Fatale ist bei einem Bluthochdruck, dass du ihn nicht merkst. Du hast keine Schmerzen. Du hast keine Schmerzen, du hast keine Beschwerden an sich. Natürlich merkst du irgendwo den Hochdruck. Das kann sein, dass das Herz mal rast. Es kann sein, dass du so ein starkes Herzklopfen hast, dass du vielleicht das Gefühl hast, du hast ein bisschen rosigere Gesichtsfarbe, also einen etwas roteren Kopf, häufig einfach dadurch bedingt, weil das Blut ja wirklich mit einem größeren Druck durch dein System gepumpt wird. Und das ist kurzfristig, also in kurzfristigen Stresssituationen ist es überhaupt nicht schlimm. Dafür ist es ja auch gemacht, dass unser Blutdrucksystem quasi sich selbst regulieren kann, mal hochgehen kann, mal runtergehen, einfach damit dein Körper immer die ausreichende Blutmenge für die jeweiligen Situationen hat. Und wenn du eben relativ schnell, ja, ne, in Stresssituationen, das ist ja, das habe ich beim letzten Mal ja schon mal erwähnt, das ist ja dieses eigentlich evolutionsbiologisch, sollst du auf Stress reagieren mit, im Endeffekt mit Flucht, Kampf oder Todstellen. Und wenn du eben dich für Flucht oder Kampf entscheidest, braucht dein System eben mehr Blut in dem Moment in den Muskeln. Und deswegen ist es gut, dass dein System eben auch den Blutdruck mal hochschießen lassen kann. Aber der Blutdruck sollte natürlich nicht konstant hoch sein. Ja, guten Morgen, Anke. Guten Morgen, Melanie. Melanie, du bist jetzt da. Das ist natürlich super. Dann können wir gleich auch noch so ein bisschen näher auf deine Geschichte eingehen. Und ich kann noch Rückfragen stellen. Du kannst Fragen stellen. Das ist natürlich richtig super. Das freut mich. Ich habe gerade mal so ein bisschen allgemein über den Bluthochdruck was gesagt. Was mir jetzt ganz wichtig ist, eben, dass man beachtet beim Bluthochdruck die Spätfolgen. Ja, also wenn immer mit zu viel Druck dein Blut durchs System gepumpt wird, dann schädigst du das System auf Dauer. Und was da am ehesten geschädigt wird, ist dein Herz, weil dein Herz muss gegen diesen erhöhten Druck anpumpen. Jetzt ist es so, wenn du mit Medikamenten das Ganze
runterfährst, den Blutdruck, dann ist das einfach eine Schutzmaßnahme auch für dein Herz. Und deswegen ist es mir wirklich wichtig, ich finde es toll, Melanie, dass du so ehrlich warst und auch geschrieben hast, naja, also mehr oder weniger regelmäßig nehme ich meine Medikamente. Es ist wirklich wichtig, dass du es regelmäßig nimmst. Also, und das ist nicht, weil ich hier irgendwie mit einem moralischen Zeigefinger kommen möchte und sage, ja, du musst jetzt ganz dringend immer brav deine Medikamente nehmen, so als Apothekerin. Nein, es ist wirklich so, weil es für dein Herz einfach besser ist. Und das ist mir halt wichtig. Ja, es gibt andere Medikamente, wenn du die mal vergisst, mein Gott, ja, dann ist das halt so. Das ist nie toll, wenn man es nicht regelmäßig nimmt, aber es gibt Medikamente, da ist das jetzt kein Drama. Aber bei Bluthochdruck ist es schon echt wichtig, ja, weil dein System regelt sich auch da drauf, ja. Und wenn du es dann einen Tag mal nicht nimmst, dann kann das sein, dass es wirklich höher schießt, dein Blutdruck, als er eigentlich normal das generell ohne Tabletten sogar machen würde, dass du womöglich Blutdruckkrisen kriegst, ja. Und das ist halt echt nicht gut. Also von daher meine große Bitte an dich, versuch mal, ob du es ein bisschen regelmäßiger hinkriegst. Das ist das eine. Und das zweite ist, da fände ich es toll, wenn du mir eine kurze Rückmeldung geben könntest, Melanie. Hast du irgendwie mit Nebenwirkungen zu tun? Weil du nimmst ja Ramipril und Ramipril ist ein ACE-Hemmer. Das ist einfach ein Enzym, was im Grunde genommen gehemmt wird, was in dieser Kaskade, die in deinem Körper abläuft, wenn der Blutdruck hochreguliert werden soll, gebraucht wird, um einen Stoff, das Angiotensin 1 zum Angiotensin 2 zu machen. Und da brauchst du eben so ein Enzym. Und dieses Enzym wird durch Ramipril gehemmt, sodass eben der Blutdruck nicht so hochschießen kann. Die Gefäße sich nicht so verengen können. Weil der Blutdruck wird ja meistens dadurch erhöht, dass dein System einfach die Gefäße enger macht. Ne? Das ist wie beim Gartenschlauch, wenn du da Wasser mit einem gewissen Druck durchpumpst und du verengst den Schlauch, machst ihn enger, ja, machst den Durchmesser deines Systems einfach kleiner, dann wird der Druck höher. Und so macht das dein Körper halt auch. Ne? Gefäße ein bisschen zusammenziehen, zack, geht der Blutdruck hoch. Frage ist jetzt einfach, verträgst du es gut, ne? Weil das Ramipril ist ein gutes Arzneimittel, aber es kann manchmal zu so Husten kommen als Nebenwirkung. Die ist relativ häufig, diese Nebenwirkung. Dann denken die Patienten immer erst, sie hätten irgendwie einen trockenen Reizhusten und es wäre irgendwie vielleicht, wenn es im Winter dann das erste Mal auftritt, es wäre irgendwie eine Erkältung. Denk dann einfach dran, wenn du so einen trockenen Husten bekommst, den du einfach mit keinerlei Medikamenten irgendwie wegkriegst, dass du einfach mal guckst, dass du wirklich nochmal guckst nach den Medikamenten, das muss dann keine Erkältung sein, ja, also da wirklich einfach das im Hinterkopf behalten, Mensch, wenn ich Husten habe, kläre ich das immer ab, ist das jetzt wirklich ein Erkältungshusten oder ist das mein Arzneimittel? Die Melanie, du fragst ja jetzt hier, ist es besser morgens oder abends die Tabletten einzunehmen? Auf jeden Fall morgens, ja, wenn du sie einmal täglich nimmst, was eigentlich auch die normale Gabe ist, bitte immer morgens. Und am allerbesten, wenn du es richtig gut machen willst, dann stellst du dir abends schon ein Glas Wasser auf den Nachttisch, legst dir die Blutdrucktablette daneben, und das gilt übrigens für alle Blutdrucktabletten, und nimmst die Tablette noch, während du quasi morgens aufwachst und noch im Bett liegst. Hat folgenden Hintergrund. In dem Moment, wo du morgens aufstehst, ja, und von der liegenden Position in diese senkrechte Position kommst, hat dein Blutdruck richtig zu tun, und du brauchst deinen Blutdruck in dem Moment auch so ein bisschen, ne? Du brauchst den einfach, du willst ja dann in die Gänge kommen, ja? So, und wenn es jetzt so ist, dass du gleich morgens die Tablette nimmst, dann schießt dein Blutdruck morgens nicht gleich so hoch, ja, sondern der bleibt auf einem gewissen Level stehen durch die Tablette. Ja. Hintergrund ist da wieder, wenn du den später senkst, also sprich, du senkst ihn, dann nimmst du meinetwegen um 11 deine Blutdrucktablette oder auch abends, dann hast du einen relativ hohen Blutdruck und kommst mit deiner Tablette und wumms, haust den runter. Dann kann es dir passieren, dass dir schwindelig wird, es kann dir passieren, dass dir schlecht wird, es kann sein, dass dein Kreislauf das nicht richtig gut mitmacht. Machst du das gleich morgens, kann dein Kreislauf, der physiologisch ja hochfahren muss, ja, damit du überhaupt richtig in die Gänge kommst. Der fährt aber nicht irgendwie komplett hoch, sondern er fährt so auf eine Mittelstufe hoch. Und wenn du dann da mit deinem Blutdrucksenker kommst, dann ist diese Differenz zwischen Absenken und deinem erhöhten Blutdruck nicht so hoch, dass du das nicht so merkst. Also du verträgst es einfach besser. Deswegen immer morgens nehmen. Das ist so der Hintergrund dahinter, damit man einfach weiß, warum das besser ist. Ja, und möglichst alle 24 Stunden schön regelmäßig.
Ja, weil das wirklich, dann verträgst du es einfach besser. Ich habe es ein paar Mal schon gehabt in der Apotheke auch, dass dann wirklich Patienten sagen, Mensch, mir geht's richtig schlecht mit den Blutdrucktabletten. Ich weiß auch nicht, ich fühle mich so richtig mies und schlapp und schlecht. Das ist häufig ein Einnahmefehler. Ja, also wenn du das gleich morgens im Bett schon machst, dann kannst du's, hast du wirklich die Chance, dass du da ein relativ geringes Potenzial an Nebenwirkungen hast, was diesen Blutdruckabfall angeht. Kommen wir jetzt aber mal dazu, was du vielleicht noch zusätzlich machen kannst. Das ist sowas, das möchte ich dir nur am Rand mit auf den Weg geben, Melanie. Auf lange Sicht gesehen, um dein Herz zu stärken, weil es muss ja eben gegen diesen erhöhten Druck physiologisch angehen, ist es einfach gut, dass du Weißdorn nimmst. Weißdorn ist eine ganz, ganz tolle Heilpflanze. Uralt schon, das Wissen um den Weißdorn, deswegen aber nicht weniger gut. Weißdorn ist ganz hervorragend, um das Herz zu stärken, den Herzmuskel zu stärken. Eigentlich ist die Indikation wirklich schon eine Herzschwäche und du schaffst es mit Weißdorn tatsächlich auch jemanden, der schon eine fortgeschrittene Herzschwäche hat, wieder zu stabilisieren, dass es wirklich besser wird. Was du aber eben auch verhindern kannst mit Weißdorn ist, dass es überhaupt irgendwann zu einer Herzschwäche kommt. Und das ist natürlich in deinem Fall, du bist 48, du bist ja quasi mitten im Leben, mittendrin. Dann ist es so, 48 ist natürlich auch für uns Frauen immer so ein Alter, wo es wo man einfach entweder anfängt mit den Wechseljahren oder schon mittendrin ist. Also es ist ja meistens so eine Zeit, wo wir auch eine hormonelle Umstellung haben. Und das weißt du vielleicht. Es ist ja natürlich auch so, Östrogen ist ein Herzschutz, ne? Schützt dein Herz zusätzlich. Und wenn du jetzt da sowieso schon eine Baustelle hast, eben quasi in dieser hormonellen Umstellung noch bist, dass das Östrogen noch fehlt als Herzschutz, dann würde ich an deiner Stelle definitiv Weißdorn nehmen. Und da empfehle ich auch immer ganz klar ein Produkt. Ich schreibe das nachher nochmal in die Kommentare. Das Krattigut, das ist von Schwabe, ein super Extrakt. Wo du wirklich hohe Qualität hast und da nimmst du morgens und abends eine Tablette. Das ist ganz einfach zu machen und ich habe da schon so tolle Erfolgsgeschichten gesehen von Leuten, die wirklich dann auch weniger von ihren Blutdruckmitteln brauchten plötzlich, weil das Herz das einfach wieder besser wegstecken kann. Das jetzt mal soweit zum Thema Bluthochdruck. Was dich wahrscheinlich noch viel brennender interessiert, ist ja, wie du deinen Stoffwechsel aktivieren kannst. Und da ist mir jetzt mal wichtig, Melanie, zu verstehen, du beziehst das tatsächlich aufs Abnehmen, richtig? Also weil du ja auch geschrieben hast in deiner Bewerbung, dass wie das zu sehen ist in Kombination mit Low Carb und dadurch, dass eben durch die hormonelle Umstellung in den Wechseljahren natürlich unser Stoffwechsel auch langsamer wird als Frau. Das ist einfach so. Das sind alles so Gegebenheiten, damit müssen wir leider leben. Möchtest du einfach nicht, dass es noch langsamer wird? Ich glaube, das habe ich soweit richtig verstanden. Weil wenn wir sagen Stoffwechselaktivierung, dann ist häufig damit eben nicht gemeint, also der Stoffwechsel an sich ist ja viel auch so Entgiftung, Entsäuerung. Das spielt auch noch Rolle dabei, wenn du abnehmen möchtest. Aber was natürlich noch eine größere Rolle spielt, was man häufig landläufig auch unter Stoffwechselaktivierung versteht, ist einfach, dass du deinen Grundumsatz hochkriegst. Ja, also es ist ja so, wir haben bei uns im Stoffwechsel einmal den sogenannten Grundumsatz. Das ist die Energiemenge, die Kalorien, die du im Ruhemodus verbrauchst. Also sprich, du sitzt irgendwo oder liegst am besten, machst gar nichts außer atmen. Ja, und atmen, ja, sich nicht bewegen. Was du da verbrauchst an Kalorien für deinen Herzschlag, für die Durchblutung weiterhin der Muskeln, für die Atmung, was du da verbrauchst, das ist dein Grundumsatz. Und alles, was obendrauf kommt an Energieverbrauch durch Bewegung, ja, das ist dann ein zusätzlicher Verbrauch. Ja, du hast einmal den Grundumsatz und du hast im Grunde genommen den, ja, viele nennen das Leistungsumsatz. Das ist einfach das, was du dann noch zusätzlich verbrauchst und was du beeinflussen kannst. Ja, du kannst natürlich deine Bewegung, deine Aktivität beeinflussen. Den Grundumsatz, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Wenn dein Grundumsatz runtergeht, und das ist ja häufig, wenn dir der Stoffwechsel so lahm vorkommt und wenn du das Gefühl hast, oh, es ist völlig egal, was ich esse, ich nehme zu.
Das sind häufig auch die Frauen, die dann sagen, ich gucke das nur an, das Essen, und ich nehme schon wieder zu. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass der Grundumsatz gesunken ist. Und wenn ich da dann nachhake und nachfrage, dann bekomme ich auch häufig gesagt, also es ist verrückt, ich esse so gut wie gar nichts mehr und ich nehme nicht ab. Ja, und dann sage ich immer, Bingo, das ist auch das Grundverkehrteste, was du tun kannst. Wenn du abnehmen möchtest oder wenn du deinen Stoffwechsel aktivieren willst, dann bitte, bitte iss. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist deine Nahrungsaufnahme reduzieren. Es kommt ganz doll darauf an, was du isst und wann du isst. Das sind zwei Punkte, die extrem wichtig sind, wenn dein Stoffwechsel gut arbeiten soll. Aber um Gottes Willen nicht anfangen und ich esse morgens nur noch so eine kleine Scheibe Schwarzbrot und mittags esse ich eine Kartoffel mit drei Gemüsedingern und abends esse ich einen Joghurt. Und komisch, ich nehme nicht ab. Das ist kein Wunder, weil dein Stoffwechsel sich auf diese Mini-Portionen einschießt. Und dein Stoffwechsel läuft ja noch steinzeitlich im Endeffekt und du signalisierst deinem Körper damit eine Hungersnot. Und damit sagt dein Körper ganz klar, ich fahre meinen Grundumsatz runter, weil ich weiß nicht, was hier noch passiert. Hier kommt so wenig Nahrung an, so wenig Energie, dass ich einfach mal den Verbrauch, den ich für meine Grundfunktion brauche, einfach mal senke, damit ich, wenn das hier noch weniger wird, das zumindest aufrechterhalten kann. Das ist so der Hintergrund. Deswegen bitte essen. Ja, aber was ganz, ganz wichtig ist, ist zum einen, wann du isst. Also wirklich, wenn du deinen Stoffwechsel aktivieren willst, wenn du deinen Grundumsatz anheben willst, dann iss bitte nur 3 Mahlzeiten am Tag. Und die Abstände zwischen den Mahlzeiten sind mindestens 5 Stunden. Ich höre dann ganz oft, naja, aber das halte ich nicht durch und 5 Stunden, dann habe ich so einen Hunger, das halte ich gar nicht aus. Dann ist es ganz klar, wenn du das absolut nicht aushältst, dann hast du bei der Mahlzeit davor definitiv zu wenig gegessen. Das heißt, du musst da mehr essen. Ich mache das seit Jahren schon. Das ist einfach so, wenn du da mit einmal angefangen hast. Und ich habe das damals über meine Teilnahme mit der Apotheke, habe ich ja Leichterleben in Deutschland gemacht. Und da habe ich vor Jahren das kennengelernt, dieses Prinzip mit den 3 Mahlzeiten. Ich komme noch so aus dieser Zeit, wo uns früher ja immer gesagt wurde, 5 Mahlzeiten am Tag, ganz, ganz wichtig. Und deswegen war ich umso erstaunter, als dann Leichter Leben damals propagierte, nein, 3 Mahlzeiten. Und ich habe das dann auch für mich übernommen. Und wenn du dich da einmal dran gewöhnt hast, dann ist das auch, läuft das automatisch. Also du kommst gar nicht mehr auf die Idee, zwischendurch irgendwie was zu essen. Und bei mir ist das so, wenn ich habe sogar morgens manchmal dadurch, was meine Großen ja jetzt zum Gymnasium gehen und mit dem Bus fahren müssen, frühstücken wir einfach eine halbe Stunde bis Stunde früher. Und das sind jetzt manchmal sogar 6 bis 6,5 Stunden, die ich nichts esse. Und ja, ich habe zum Mittagessen richtig Hunger. Ich habe richtig Hunger. Aber so soll das auch sein. Aber ich halte es trotzdem durch. Also wenn du nach 3 Stunden so extremen Hunger kriegst, dass du es einfach nicht mehr aushältst, dass du vielleicht hier so ein Zittern kriegst vom Blutzucker oder so, dann hast du bei der Mahlzeit davor zu wenig gegessen. Ja, das ist schon mal der erste Punkt. Und wichtig ist, dass du eben diese 3 Mahlzeiten hast und dass du dazwischen wirklich nichts isst. Kein Kaugummi, kein Obst, keine Kleinigkeit. Ja. Wirklich nur Wasser, Tee und Kaffee. Wenn du in den Kaffee ein bisschen Milch tust, ist es völlig okay. Aber bitte nichts anderes. Und auch kein Süßstoff oder Ähnliches in Kaffee oder Tee tun oder Zucker. Um Gottes Willen, bitte lassen. Das ist halt einfach deswegen, sobald du etwas isst oder eben auch Zucker oder Ähnliches zu dir nimmst, schießt dein Insulinspiegel hinterher. Weil alles, was Zucker ist und in deinem Blut ankommt, und ich meine, im Endeffekt werden Kohlenhydrate oder auch Obst wird so fein verstoffwechselt von deinem Körper, dass es irgendwann als Zucker in deinem Blut ankommt. Und da Zucker gefährlich ist für dein Blut und im Grunde genommen nur ein gewisser Spiegel immer herrschen darf, nicht höher, nicht niedriger, hast du die Bauchspeicheldrüse, die eben, wenn Zucker ins System kommt, Insulin ausschüttet, um den Zucker wieder aus dem Blut zu holen. Und wenn das so ist, wenn die Bauchspeicheldrüse aktiv ist, in dem Moment
arbeitet deine Fettverbrennung nicht mehr. Das kannst du, das ist, es geht immer nur eins. Dein Körper kann entweder einlagern oder auslagern. Und sobald das Insulin freigesetzt ist, ist dein Körper auf Einlagern gepolt. Ist kein Insulin im System, kann dein Körper sehr schön auslagern, kann Fett freisetzen und daraus seine Energie gewinnen, die er braucht. Und deswegen sind diese längeren Pausen so wichtig. Ja, dein Stoffwechsel kann gar nicht arbeiten, wenn du ihn permanent mit Nahrung am Arbeiten hinderst. Ja, wenn da permanent was anderes läuft, kann dein Stoffwechsel gar nicht richtig arbeiten. Deswegen wirklich leg diese Pausen ein. Ja, ganz, ganz wichtig. Das ist das eine. Und das zweite ist wirklich, was du isst. Ja, achte drauf, dass du das Fett reduzierst. Aber bitte, bitte nicht ganz weglassen. Ja, weil auch da ist es so, du musst fettlösliche Vitamine aufnehmen und dann ist es ganz gefährlich, wenn du das Fett komplett weglässt. Reduzier Zucker. Alles, was du an Zucker, sag ich mal, offensichtlich hast, versuch das wegzulassen, weil du kriegst genug Zucker in dein System, ohne dass du den quasi explizit siehst. Also wir haben überall versteckte Zucker, versteckte Fette drin. Das liegt daran, dass Fett und Zucker Geschmacksträger sind. Und ganz häufig ist es so, auch in Produkten, die schon so fertig zubereitet sind, wenn da Fett reduziert draufsteht, kannst du fast immer sicher sein, dass der Zuckerspiegel erhöht ist da drin oder umgekehrt. Wenn da Zucker reduziert draufsteht, irgendwas mit Diät, dann haben sie den Fettanteil erhöht, weil irgendwie muss ja Geschmack in das Lebensmittel. Ja, von daher ist es sowieso, das steht jetzt nochmal auf einem anderen Blatt, es ist natürlich sowieso besser, wenn du dir die Sachen selber zubereitest, aber versuch mal da wirklich so ein bisschen drauf zu achten, ja, dass du da einfach weniger zu dir nimmst. Jetzt in Kombi, ich springe jetzt mal rüber zum Low Carb. Low Carb heißt ja nichts anderes, als dass ich die Kohlenhydrate reduziere. Das ist für einige Menschen eine tolle Sache. Ich sage deswegen einige Menschen, weil wir haben verschiedene Grundtypen. Es ist leider nicht so, dass alle Menschen so gepolt sind, dass sie von den Kohlenhydraten zunehmen. Es gibt Stoffwechseltypen, die nehmen vom Eiweiß zu. Es gibt Stoffwechseltypen, die nehmen vom Fett zu. Und dann gibt es immer so Kombinationen. Es ist tatsächlich so, dass zu der Gruppe von denen, die, sage ich mal, das Eiweiß sehr gut verstoffwechseln und damit auch schön abnehmen können, also die mit Low Carb auch abnehmen können, dass das die Mehrheit ist der Menschen, aber nicht alle. Ja, so ungefähr 2/3, 1/3. Deswegen kann man nicht generell sagen, ja, Low Carb ist super, nimmt man toll mit ab. Es gibt viele, die damit gut abnehmen, aber wunder dich nicht, wenn es bei dir nicht funktioniert, muss das nicht heißen, dass du irgendwas falsch gemacht hast, sondern das kann schlicht und ergreifend heißen, dass du ein Stoffwechseltyp bist, der die Kohlenhydrate verdammt gut verstoffwechselt und eben mit dem Eiweiß nicht so klarkommt und das eher in die Fettreserven schiebt. Ja, von daher, man kann das nicht so verallgemeinern. Wenn du Low Carb machst, ja, dann ist es auch da wieder wichtig, dass du die Kohlenhydrate nicht komplett weglässt, weil das ist tatsächlich auch gefährlich. Dein Körper braucht Kohlenhydrate als Basis seiner Ernährung, weil das schnelle Energielieferanten sind, für die Muskeln zum Beispiel, fürs Gehirn. Aber was du machen kannst, was sehr, sehr erfolgreich ist, ist, wenn du guckst, was für Kohlenhydrate nimmst du zu dir, weil dieses Low Carb signalisiert uns auch immer so, naja, die Kohlenhydrate, die sind total gefährlich, ja, die sind total gefährlich, da wirst du sofort dick von, ganz furchtbar, am besten alles weglassen, nur noch Hühnchen mit Salat essen. Ja, an sich kann man mal eine Zeit lang machen, wenn man das möchte, aber besser, pfiffiger, schlauer ist es, doch genau zu gucken, welche Kohlenhydrate machen denn dick und welche nicht. Es ist nämlich so, dass die Weißmehle und alles, was so verarbeitet ist, wie Stärke, wie Zucker, das sind die Kohlenhydrate, die dich tatsächlich dick werden lassen. Ja? Vollkornprodukte, das sind ja auch Kohlenhydrate. Die allerdings tun deinem Körper total gut, weil sie langfristige Energielieferanten sind. Sie sättigen dich sehr, sehr gut. Und ein schöner Nebeneffekt ist, die Vollkornprodukte haben immer einen sehr hohen Ballaststoffanteil. Und dieser Ballaststoffanteil sorgt dafür, dass deine Darmflora gut ernährt wird. Deine Darmflora kommt nämlich
ganz ohne Ballaststoffe nicht aus. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, mag deine Darmflora diese weißen, diese schnell anflutenden Kohlenhydrate, wie eben Weißmehl, Zucker, Stärke, überhaupt nicht. Also mein Rat für dich ist tatsächlich, um deinen Stoffwechsel schön zu aktivieren und eben, sag ich mal, zu verhindern, dass durch die hormonelle Umstellung, die jetzt natürlich über kurz oder lang irgendwann sich komplett vollziehen wird, dass du da eben gegensteuerst, dass dein Stoffwechsel nicht weiter runtersackt, indem du wirklich diese Essenspausen einlegst. 5 Stunden zwischendurch nichts essen. Ja, und irgendwann ist es, und das ist natürlich auch was, das ist auch jetzt wieder ganz wichtig, das ist nichts, was man jetzt päpstlicher als der Papst machen muss. Also wenn du zum Kaffeetrinken mal eingeladen bist am Wochenende oder so, dann ist das so. Ja, es ist also nichts, es ist ja keine Diät oder irgendwas, was du machst, sondern es ist eine Ernährungsumstellung. Das heißt, das machst du an 6 Tagen der Woche machst du es, ja. Wenn du es dann einen Tag am Wochenende mal nicht machst, wirst du davon nicht gleich wieder zunehmen oder ein schlechtes Ergebnis haben. Wichtig ist, dass das für dich die Regel wird mit den 3 Mahlzeiten ohne Zwischenmahlzeit. Und wenn es eben mal Anlässe gibt, wo es mal anders ist, dann ist das so. Problematisch ist nur wieder, wenn es natürlich dann in der Woche 5-6 Mal Ausnahmen gibt. Das funktioniert dann nicht. Und eine schöne Erfahrung ist zum Beispiel auch, wenn man sagt, ach Mensch, ich esse auch gerne mal ein Stückchen Kuchen oder ich möchte mal mir auch was Süßes gönnen, dann macht das im Anschluss an eine Mahlzeit. Und nicht, wie wir das leider ja in Deutschland so von der Erziehung her häufig machen, so um 12:30 Mittagessen und dann um 3 Kaffee trinken. Dann hast du das nämlich, dann ist dein Insulinspiegel vom Mittagessen gerade so wieder am Absacken. Und wenn du dann ein Stück Kuchen oder auch nur ein Stück Schokolade isst, dann zack, geht dein Insulinspiegel wieder hoch. Und dann ist alles umsonst gewesen und deine Fettverbrennung ist für die nächsten Stunden wieder blockiert. Deswegen mein Rat wirklich, gewöhn dir das an. 3 Mahlzeiten am Tag, immer mit 5 Stunden Pause Minimum. Das ist das eine. Und das zweite, versuch wirklich mal die sichtlichen Zucker- und Weißmehlprodukte wegzulassen. Ersetze deine Kohlenhydrate, die du zu dir nimmst, wie Nudeln, Reis, Brot, wirklich durch richtige Vollkornprodukte. Und dann nochmal eine Sache, da möchte ich jetzt auch nochmal kurz drauf eingehen, was auch häufig ein Grund ist, warum der Stoffwechsel langsamer wird, ist eine Übersäuerung. Und eine Übersäuerung, alleine schon dadurch, dass du ein Medikament nimmst, kannst du davon ausgehen, dass dein Stoffwechsel damit zu arbeiten hat. Ne? So ein ACE-Hemmer, das ist sogar noch ein sogenanntes Prodrug, also das muss vom Körper, dieser Stoff, den du in der Tablette zu dir nimmst, muss vom Körper noch umgewandelt werden in die Wirkform. Das heißt, deine Leber hat da immer richtig schön zu tun. Und dann ist es so, der normale Alltagsstress, den wir häufig haben, der reicht auch schon, dass wir wirklich säuern. Und das ist auch nochmal so ein Tipp für dich von mir, Melanie, wirklich nochmal zu gucken, bist du übersäuert? Ja, und klar, du kannst einen Urintest machen, man testet das mit Urinteststreifen, das testet man dann 5-mal am Tag über 3 Tage, dass du wirklich ein gutes Bild hast, wie sieht mein pH aus im Urin. Da kannst du dich auch gerne nochmal an mich wenden, wenn du da nähere Infos zu haben möchtest. Weil das ja schon nicht so ganz einfach ist, das zu messen oder beziehungsweise das Messen schon, aber das Interpretieren ist nicht ganz so einfach, weil dein Körper auch physiologisch ab und an saurer ist. Ja, nachts zum Beispiel arbeitet dein Stoffwechsel ganz, ganz stark, produziert dabei saure Stoffwechselprodukte und wenn du morgens zum Beispiel deinen Urin misst, ist er sauer, muss er sauer sein. Das geht gar nicht anders. Da kannst du also von der Momentaufnahme kannst du nie sagen, bin ich jetzt übersäuert oder bin ich es nicht. Aber ich sag mal, du nimmst ein Medikament. Du kannst am besten für dich einschätzen, wie stressig dein Leben ist, was du vielleicht sonst. Vielleicht trinkst du auch gern mal einen Kaffee oder. Also so ist es bei mir zum Beispiel. Ja, also ich habe 4 Kinder. Ich habe meinen Beruf. Ich brauche mir nicht einbilden, dass mein Leben, also dass ich nicht säuern würde. Ja, das weiß ich einfach. Und deswegen nehme ich zum Beispiel auch jeden Tag was zum Entsäuern. Das sind basische Mineralstoffe. Die kannst du ganz einfach zu dir nehmen. Das ist ganz einfach. Damit sorge ich einfach dafür, dass nicht immer mehr noch oben drauf kommt. Es ist einfach so. Ich trinke auch zum Beispiel unheimlich gern mal einen Kaffee. Den möchte ich auch nicht weglassen.
Ich trinke nicht viel Kaffee, aber ich mag es halt unheimlich gerne. Und da weiß ich einfach, das sind alles so Sachen, ich kann mich gar nicht rein basisch ernähren oder leben. Das schaffe ich nicht. Ja. Und deswegen tue ich da einfach was, weil ich genau weiß, dass es einfach für meinen Stoffwechsel total wichtig ist. Und das ist auch für dich nochmal so ein Tipp, das sorgt auch wieder dafür, dass auch da die Fettverbrennung nochmal wieder richtig angekurbelt wird, wenn du entsäuerst. Ja, auch da werde ich jetzt gleich nochmal einen Link dann in die Kommentare stellen, dass du weißt, was ich da genau meine. Weil das einfach wichtig ist. Und das sind so diese drei Dinge, mit denen du tatsächlich deinen Stoffwechsel wieder hochziehen kannst, ja, und den mehr aktivieren kannst, deinen Grundumsatz wieder hochziehst, ja, ausreichende Portionen, dreimal täglich eine Mahlzeit, die richtigen Kohlenhydrate essen, auf versteckte Fette achten, entsäuern und wenn du es ganz, ganz gut machen willst, dann guckst du auch, dass du genügend trinkst. Ja, ich habe da jetzt gerade, habt ihr vielleicht gesehen, ich habe gestern noch einen Blogartikel geschrieben, genau zu diesem Thema, einfach so kleine Sachen, die du machen kannst, um einen guten und nachhaltigen Effekt für deinen Stoffwechsel zu haben. Ja, also das sind so 10 kleine Punkte, die du einfach jeden Tag machen kannst, damit es dir und deiner Gesundheit einfach besser geht. Das verlinke ich gleich auch nochmal, weil es ist auch unheimlich wichtig, dass du genug trinkst. Ja, also auch das ist was, was für deinen Stoffwechsel wieder unheimlich wichtig ist, damit er gut und ausreichend arbeiten kann. Melanie, hast du Fragen zu irgendwas, was worüber wir jetzt hier oder ich jetzt gesprochen habe? Ist da irgendwas, wo du sagst, Mensch, da hätte ich jetzt noch eine Nachfrage oder das ist mir jetzt noch nicht so ganz klar geworden? Es ist sowieso natürlich so, ihr könnt auch hinterher noch Fragen in den Chat reinschreiben. Ihr könnt mich auch per E-Mail anschreiben, wenn da noch irgendwie Fragen sind. Dann beantworte ich die sehr, sehr gerne. Ansonsten freue ich mich sehr auf die nächste Sprechstunde, nächsten Montag. Ich werde rechtzeitig diejenige informieren, um die es dann nächste Woche geht. Ich freue mich sehr, Melanie, dass du da warst, dass du live mit hier dabei warst. Das ist immer ganz schön, weil man, weil ich dann eben, wie gesagt, auch Rückfragen noch stellen kann. Es ist Montagmorgen, es ist kurz nach 9:30. Ich wünsche euch eine ganz zauberhafte Woche, wünsche euch, ja, dass ihr gesund bleibt. Lest vielleicht nochmal den Blogartikel, was ihr so täglich für euren Stoffwechsel machen könnt. Sind wirklich nur Kleinigkeiten. Wenn man das ein bisschen so in sein Programm, in seine tägliche Alltagsroutine übernimmt, geht das eigentlich sehr, sehr gut. Vielen Dank für ja das Verfolgen hier der Sprechstunde und ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, eure Ann-Kathrin.